Und wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem zweiten Teil des Jahresrückblicks 2013. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben das Ganze aufgeteilt, quartalsweise, und da sind wir jetzt also im April angekommen. Eine ganze Menge war da wieder los. Keine Aprilscherze haben wir uns geleistet in diesem Jahr. Nein, wir waren dabei in der neuen Welt beim traditionellen Ostertanzturnier. Traditionell? Obwohl, doch, das kann man so sagen. Da kann man auf jeden Fall von einer Tradition sprechen. Da gab es wallende Röcke, gut aussehende Frauen, nicht minder gut aussehende Männer. Meine Damen, damit Sie sich jetzt an dieser Stelle nicht zurückgesetzt fühlen. Aber wir verraten schon wieder zu viel. Genau, deshalb Film ab. Anfang April hat der TSC Silberschwan zum mittlerweile 56. Mal sein Ostertanzturnier veranstaltet. Die Bezeichnung Tradition sollte man sparsam verwenden, aber bei diesem sportlichen wie gesellschaftlichen Höhepunkt muss man einfach von einer Tradition sprechen. In diesem Jahr gingen Spitzenpaare aus Polen, Österreich, Tschechien, der Slowakei und Deutschland an den Start. Die Gäste sahen ein Standard- und Lateinturnier auf hohem tänzerischen Niveau. Anfang April erschütterte ein grausamer Mord die Region. In Plauen hatte eine 49-jährige Frau ihre 10-jährige Tochter erstochen und erwürgt. Im November war dann die Gerichtsverhandlung. Da die Täterin psychisch krank ist, konnte sie für die Tat nicht bestraft werden. Allerdings kam das Gericht zu der Überzeugung, dass die Frau in der Psychiatrie untergebracht werden muss, da sie aufgrund ihrer Erkrankung für die Allgemeinheit eine Gefahr darstellt. Den Winter 2012-2013 werden wir wohl so schnell nicht vergessen. Selbst im April hatte uns der Frost noch fest im Griff. Ein Problem war das vor allem für Gärtnereien, die auf ihren Balkonpflanzen sitzen blieben. Das brachte viele auch in Platznot, wie etwa in der Zwickauer Gärtnerei Ziegengeist. Hier musste sogar ein extra Folienzelt errichtet werden. Doch das war nicht das einzige Problem. Da sich die Sonne nicht blicken ließ, gingen auch die Heizkosten spürbar in die Höhe. Eine Erfahrung, auf die die Gärtnereien im kommenden Jahr sicher gern verzichten würden. Anfang April konnten die Wasserwerke ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Seit 1993 versorgt das Unternehmen die Region mit Trinkwasser. Einen Rückblick der besonderen Art gab bei der Festveranstaltung ein Mann, der im Jahr zuvor noch Geschäftsführer der Wasserwerke war, nun aber im Ruhestand ist. Dieter Hensel war 42 Jahre lang in der Region für die Wasserversorgung tätig und weiß schon allein dadurch Zahlen und Fakten wie kein anderer. Seit Mitte April ist es nun auch in Zwickau möglich, die Parkgebühren mit dem Handy zu bezahlen. Möglich ist das durch die Zusammenarbeit der Stadt mit der Firma EasyPark. Am einfachsten geht das mit einer speziellen App für Smartphones. Oder auch mit einem einfachen Telefonanruf für Nutzer, die noch ein älteres Mobiltelefon haben. Genutzt wird das neue Angebot derzeit aber nur bei weniger als 1% aller Parkvorgänge. Seit April hat die Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft ZWG in Eckersbach ein Angebot, das sich speziell an Menschen richtet, die auch im Alter weiter in ihrer Wohnung leben wollen. In einer Musterwohnung wird gezeigt, was alles möglich ist, um eine Wohnung altersgerecht umzubauen. Mit diesem Angebot will die ZWG dem demografischen Wandel ganz praktisch begegnen. Die Musterwohnung in der Max-Planck-Straße 22 ist jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr für die Besichtigung freigegeben. Der Zwickauer Domhof war dieses Jahr wieder Baustelle. Die Zwickauer Energieversorgung hat im April die Verlegung einer neuen Fernwärmeleitung fortgesetzt. Wie schon 2012 waren auch diesmal wieder Archäologen mit vor Ort, um den Boden nach interessanten Funden zu durchsuchen. Die Arbeiten konnten pünktlich zum Stadtfest beendet werden. Im Reinsdorfer Gewerbegebiet wurde die Stahlruine mit 5-monatiger Verzögerung abgerissen. Der lange Winter hatte die Planungen durcheinandergebracht. Aus Gründen des Unfallschutzes durfte in der kalten Jahreszeit an der Ruine nicht gearbeitet werden. Das Stahlskelett sollte ursprünglich eine Produktionshalle für die Automobilzulieferung werden. Nach dem Abriss siedelte sich der kanadische Automobilzulieferer Linamar auf dem Gelände an.
Im April ging in Neukirchen der Bau der Westtrasse weiter. Die Verlegung der S289 soll zur Verbesserung der Verkehrsanbindung, insbesondere an die Autobahnen 4 und 72, beitragen. Die Arbeiten bei Neukirchen umfassen eine 5 Kilometer lange Trasse. Nördlich von Werdau geht es um einen 3 Kilometer langen Abschnitt. Die Verkehrsfreigabe ist für 2015 geplant. Im Marienthaler Hochhaus hat die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau erstmals einen Treppenlauf ausgerichtet und die Zahl der Teilnehmer übertraf alle Erwartungen. 180 Läufer haben bei dieser ersten Veranstaltung der GGZ mitgemacht. Sie mussten 166 Stufen über 10 Etagen absolvieren. Die Starter kamen nicht nur aus Zwickau, sondern auch aus dem Vogtland, dem Erzgebirge und sogar aus Leipzig. Am Ende bekam jeder Läufer eine Erinnerungsmedaille sowie ein T-Shirt. In der Stadthalle hat der Sänger Matthias Reim seine diesjährige Unendlich-Tour begonnen. Bereits im Januar war das gleichnamige Album erschienen und erreichte Platz 1 der Charts. Kein Wunder, dass der Ansturm auf die Konzertkarten entsprechend groß war. Das Publikum war begeistert von Matthias Reims Show und Zwickau war damit ein sehr erfolgreicher Start für die aktuelle Tournee. Ende April war ein wichtiger Meilenstein für die Stadt auf dem Weg zu einem neuen drittligatauglichen Stadion. Am 23. April begann die europaweite Ausschreibung im EU-Amtsblatt. Die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau als Bauherr hat sich für die Planungen den Hallenser Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Jens Rauschenbach mit ins Boot geholt. Mit derartigen Großprojekten hat er Erfahrung. Unter anderem war er auch bei den Planungen des Erdgasstadions in Halle beteiligt. Das Planitzer Handwerkerhaus wird seit diesem Jahr aus seinem Dornröschenschlaf erweckt. Die Parallele zu diesem Märchen bietet sich an, denn das Gebäude war seit 20 Jahren ungenutzt und verschwand im Laufe der Zeit hinter wild wuchernden Pflanzen. Doch anders als bei Dornröschen kam hier nicht ein Prinz dahergeritten, sondern es ist ein Verein, der das denkmalgeschützte Haus wieder aufbauen will. Aus dem Planitzer Handwerkerhaus soll eine Lebenswerkstatt für Jugendliche entstehen. Im April dieses Jahres bekam die Glückauf-Schwimmhalle offiziell ihren Namen. Bis dahin nannte sie jeder anders. Der eine sagte Schwimmhalle Schedewitz, der andere mit Blick auf den Bauherrn die GGZ-Schwimmhalle. Glückauf ist allerdings ein überaus passender Name, denn Schedewitz und der Bergbau sind eng miteinander verbunden. Für jeden erdenklichen Zweck kann man sich heute auf sein Mobiltelefon oder sein Tablet eine eigene App zulegen. In Zwickau kann ein solches Programm seit Ende April nun auch für touristische Dinge genutzt werden. Touristen haben mit der App die Möglichkeit, die Stadt noch besser als bisher auf eigene Faust zu erkunden. Das Beste, die App ist für die Nutzer kostenlos. Programmiert wurde sie im Auftrag der Stadt von einer Zwickauer Firma. Television Zwickau und Bofrost haben im April prall gefüllte Bollerwagen verlost. Zum ersten von 5 Gewinnern wurde Niederlassungsleiter Lars Triebel mit der Kamera begleitet und die Familie Schulz, die den Bollerwagen bekam, war überglücklich. Also diese Aktion, die ist bei mir noch in bester Erinnerung. Das war wirklich richtig toll. Also vor allem, wie sich die Familie Schulz gefreut hat, das war wirklich herzerweichend. Warst du denn hinterher zum Grillen eingeladen? Nein, ja, Gottes Willen, ich esse doch den Leuten nicht ihren Gewinn weg. Ich hätte das gemacht. Das ist mir klar. Ja, 90, 60, 90, das andere Bein auch. So sind die Traummaße eines Moderators. Naja, nicht unbedingt. Ja, wir sind schon durch mit dem April 2013. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung und danach sind wir zurück. Bis dann. Werbung.
Radio Zwickau präsentiert den ersten FSV Zwickau Neujahrscup in der Stadthalle. Sonntag, 5. Januar. Das Hallenfußballspektakel zum Start ins neue Jahr. Mit dabei 1. FC Nürnberg 2, VfC Plauen, die Youngster von Dynamo Dresden, eine Westsachsen-Auswahl und natürlich der Gastgeber, unser FSV. Außerdem ein internationaler Erstligist. Tickets gibt es im FSV-Fanshop sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen unter fsv-zwickau.de. Sie suchen nach dem außergewöhnlichen Geschenk für einen lieben Menschen? Dann verschenken Sie Urlaubsgefühl und Entspannung mitten im Herzen von Zwickau. Wellness, Massagen, Sauna und Kosmetik. Sie entscheiden, wir zaubern ein Geschenk daraus. Unser Gutscheinexpress bringt Ihr Geschenk, wohin Sie möchten. Kostenlos und frei Haus. Schon morgen oder zum Wunschtermin bei Ihnen oder dem glücklichen Empfänger. Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Tauchen Sie ein in eine wunderbare Welt der Märchen. Lassen Sie mit Hänsel und Gretel oder Froschkönig Erinnerungen an Ihre Kinderzeit wach werden. Märchenwelten, so heißt die diesjährige Weihnachtsausstellung in den Priesterhäusern. Erleben Sie auch eine liebevoll zusammengestellte Schau verschiedener weihnachtlicher Objekte, von Pyramiden bis hin zu Krippen. Auch altes Spielzeug und Modelleisenbahnen stimmen Sie ein auf die schönste Zeit des Jahres. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Nicht vergessen, Märchenwelten, die Weihnachtsausstellung in den Priesterhäusern vom 27.11.2013 bis 5.01.2014. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis.
Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Garantiert keine Ausdünstung über Haut und Poren. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Im Mai war Zwickau Gastgeber des 18. Deutschen Kurfestivals. Ensembles aus ganz Deutschland waren angereist und gaben auch an ungewöhnlichen Orten Konzerte. Einer der Bestandteile des Festivals war das Podium junger Gesangssolisten. Nach mehreren Auswahlrunden gaben die Sieger im Schumannhaus ein Konzert. Zuvor galt es, die Jury in 3 Wertungsrunden zu überzeugen. Das Zwickauer Publikum bekam Gesangsdarbietungen auf einem sehr hohen Niveau geboten. Auch wenn der Ausbildungsstand der Sängerinnen und Sänger recht unterschiedlich war, Klasse hatten sie alle. Die Westsächsische Wohn- und Baugenossenschaft WIWOBAU hat im Mai das Projekt Älter werden, Wohnen bleiben auf Marienthal ausgeweitet. Schon im vergangenen Jahr konnte in Neuplanitz eine Musterwohnung eröffnet werden. Nun kam mit der Jakobstraße 36 ein weiterer Servicepunkt hinzu. Die Wanderfalken vom großen Schornstein im Glauchauer Ortsteil Reinholzhain haben in diesem Jahr reichlich Nachwuchs bekommen. Mitte Mai gingen Bergsteiger in luftige Höhe und holten die Jungvögel aus dem Nest, damit sie ihre Erkennungsringe erhalten. 3 Wochen alt waren die kleinen Greifvögel zu diesem Zeitpunkt. Das Reinholzhainer Wanderfalkenpaar ist eines von gerade mal 3 im gesamten Landkreis Zwickau. In diesem Jahr konnte auch die sanierte Turnhalle der Scheffelbergschule für die Nutzung übergeben werden. Innerhalb von 8 Monaten wurden Turnhalle und Verbindungsgang auf Vordermann gebracht. Mit dem Abschluss des 2. Bauabschnitts ist man in der Grundschule ein großes Stück weitergekommen. Die Bedingungen für den Sportunterricht haben sich deutlich verbessert. Insgesamt hat die Baumaßnahme 950.000 Euro gekostet. Im Jahre 2013 konnten die Priesterhäuser ihr 10-jähriges Bestehen als Museum feiern. Darüber informierte im Mai eine Sonderausstellung mit dem Titel »In eigener Sache«. Darin wurde die Entwicklung dieses Gebäudekomplexes seit der Wende dokumentiert. Zum Ende der DDR waren die Priesterhäuser zu Ruinen verkommen. Im Laufe der Jahre konnten sie jedoch gerettet und zu einem bemerkenswerten Museum umgebaut werden. Das Champions League-Finale Ende Mai war fraglos das sportliche Ereignis schlechthin. Im Zoo der Minis in Aue wollte man das Ergebnis aber schon vorher wissen und befragte daher die Zwergotterdame Ferret. Sie war sich sicher, dass Dortmund das Spiel gewinnt. Ferrets Partner Mörmel setzte am Ende noch einen drauf. Er faltete das Tuch der Bayern vor den Augen des anwesenden Kamerateams zusammen und erntete dafür natürlich Gelächter. Heute wissen wir, die beiden Zwergotter lagen mit ihrem Tipp ziemlich daneben. Im Mai war Zwickau Gastgeber des 20. Sächsischen Archivtages. Über 100 Teilnehmer aus dem gesamten Freistaat waren zu Gast, um über die Bedeutung von Archiven im Zeitalter des Internets zu sprechen.
Leider war es den Archivaren nicht möglich, selbst mal einen Blick in das Zwickauer Stadtarchiv zu werfen. Denn wegen statischer Probleme ist es gesperrt. Die hier gelagerten Akten sind einfach zu schwer für das Gebäude. In Kunersdorf hat ein Bundeswehrpilot seine Laufbahn im Mai auf ungewöhnliche Weise beendet. Hauptmann Alexander Schädlich landete mit Genehmigung der Bundeswehr auf der Wiese seiner Eltern und legte auf seinem letzten Flug in seinem Heimatort einen Zwischenstopp ein. Für ihn selbst war das ein bewegender Moment, wie er sagte. Er war mit seinem Hubschrauber nun schon in aller Welt gelandet. In seinem Heimatort war es allerdings für ihn das erste Mal. Im Mai wurde in der Jakobskapelle erstmals eine Ehe geschlossen. Das war bis dahin nicht möglich, denn ein Trauraum muss für diesen Akt zunächst gewidmet werden. Das taten die Stadträte mit einem entsprechenden Beschluss. Auf dieser Grundlage können seit diesem Jahr auch im Bürgersaal Ehen geschlossen werden. 2013 war auch das Jahr des Umbaus im Westsachsenstadion. Tag für Tag konnte man die Baufortschritte sehen. Die Planungen sahen einen sehr engen Zeitrahmen vor, der letzten Endes aber auch eingehalten werden konnte. Während das Oval im Mai noch eine einzige Baustelle war, konnte am 6. September wie geplant die Eröffnung gefeiert werden. Gebaut wurde in diesem Jahr auch am beruflichen Schulzentrum für Bau- und Oberflächentechnik an der Werdauer Straße. Ende Mai konnte hier Richtfest gefeiert werden. Der Landkreis als Eigentümer errichtete hier einen Neubau mit Cafeteria und Fachkabinetten und einem Verbindungsgang zum alten Gebäude. Feierliche Eröffnung war dann am 6. November nach nur 14 Monaten Bauzeit. Am 29. Mai wurde am Reinsdorfer Kolompstein dem Rittmeister Peter von Kolomp gedacht. Er hatte 200 Jahre zuvor an genau dieser Stelle, an der heute die äußere Dresdner Straße ist, einen grandiosen Schlag gegen die französische Artillerie geschafft. Mit gerade einmal 82 Mann bezwang er eine deutliche Übermacht von 400 Franzosen. Das war schon eine beeindruckende Leistung von Peter von Kolomp. Mit 82 Mann 400 Franzosen platt gemacht. Also das muss man erst mal hinkriegen. Ja, das ist die große Frage. Mit Witz und Verstand erreicht man oft mehr als mit Muskelkraft. Und wie hat schon Otto gesagt, man muss es eben nicht nur hier haben, sondern auch hier. Ja, das war der Mai. Und wenn wir uns zurückerinnern, Ende Mai ging es los und Anfang Juni brach es dann so richtig über uns herein. Es hat geregnet ohne Ende. Irgendwann konnte die Erde kein Wasser mehr aufnehmen. Wem sage ich, dass du wohnst direkt an der Pleiße? Ich glaube, du kannst ein Lied davon singen. Mit viel Angst und mit großen Augen saß ich an meinem Bürofenster und dann später bin ich nach oben gezogen ins Wohnzimmer und habe die Pleiße am Sternplatz beobachtet. Für mich ist Gott sei Dank nichts passiert. Wäre das Wasser allerdings über die Brücke gekommen, wäre auch mein Haus unter Wasser gewesen. Naja, damit sind wir mittendrin im Juni. Das Hochwasser. Film ab. Anfang Juni wurde der Landkreis Zwickau erneut von einem Hochwasser heimgesucht. Vielerorts war die Lage äußerst kritisch und wieder mussten tausende freiwillige Helfer Sandsäcke stapeln. Nur so konnte an vielen Stellen Schlimmeres verhindert werden. Besonders brisant war die Lage in Wilkau-Haslau. Dort hatte es wegen einer Bürgerinitiative Verzögerungen beim Bau der Hochwasserschutzmauer gegeben. Als die Flut kam, war die Mauer längst noch nicht fertig. Und wieder soffen die Häuser direkt an der Mulde ab. Mittlerweile steht die Mauer und könnte bei einem kommenden Hochwasser die Fluten von den Gebäuden fernhalten. Doch nicht nur die Zwickauer Mulde, auch die Pleiße war über die Ufer getreten. Im Werdauer Ortsteil Langenhessen wurde die Gaststätte Pleißenburg stark in Mitleidenschaft gezogen. Im Inneren des Gebäudes war überall Schlamm und der Garten war nach der Flut komplett verwüstet. Unterdessen hat in Zwickau reichlich eine Woche nach der Flut die Auszahlung der Soforthilfen begonnen. Im Bürgersaal konnten Betroffene unbürokratische Unterstützung in Anspruch nehmen. Zwickau ging mit seiner Hilfe noch einen Schritt weiter als der Freistaat.
Während im Rest des Landes erst ab Schäden im Erdgeschoss gezahlt wird, konnten in Zwickau auch Betroffene mit vollgelaufenen Kellern die Zahlung erhalten. In Krimmetschau hat die älteste Einwohnerin der Stadt am 6. Juni ihren 106. Geburtstag gefeiert. Gertrud Merkel sah man bei der Feier ihr Alter aber überhaupt nicht an. Unter den Gratulanten war auch Krimmetschaus Oberbürgermeister Holm Günther. 2013 wurde auch wieder der Schumann-Preis verliehen. Alle zwei Jahre werden damit Musiker geehrt, die sich um die Verbreitung der Werke Schumanns und der Erforschung seines Lebens und Schaffens verdient gemacht haben. In diesem Jahr ging der Preis an den Amerikaner John W. Finzen und den Schweden Ulf Wallin. Doch im Juni wurde auch Robert Schumann selbst geehrt. Zu seinem Geburtstag am 8.6. feierten wieder hunderte Besucher Zwickaus berühmtesten Sohn. Und ein Wochenende lang hieß es wieder Summer Swing bei Schumann. Eine Veranstaltung, die mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. Am 18. Juni war für Zwickau ein trauriger Tag. Werner Lang, der Chefkonstrukteur des Trabants, ist überraschend verstorben. Kurz zuvor hatte er noch das Trabantfahrertreffen auf dem Platz der Völkerfreundschaft besucht. Werner Lang erlag einem Herzleiden. Er wurde 91 Jahre alt. Im Juni nahm die alte Tuchmacherbastei am Kornhaus sichtbar Gestalt an. Zu Beginn der Sanierung war davon noch nichts zu sehen. Aber in der Erde fanden die Archäologen das Fundament des ehemaligen Wehrturms. Und auf diesem wurde nun der Neubau errichtet. Heute sind die Gerüste mittlerweile gefallen und man kann das Kornhaus inzwischen von allen Seiten in seiner vollen Pracht bewundern. Am 22. Juni wurde die Zwickauer Glückaufschwimmhalle dann eröffnet. Obwohl die äußeren Bedingungen nicht immer optimal waren, konnte das Großprojekt in nur zwei Jahren Bauzeit realisiert werden. Das Ereignis wurde ein Wochenende lang gefeiert. Erster sportlicher Höhepunkt war der erste Zwickauer Triathlon, bei dem die Teilnehmer die neue Schwimmhalle für das 400-Meter-Schwimmen genutzt haben. Ende Juni hat auf Schloss Waldenburg der Innenausbau begonnen. Bis in die 90er Jahre war hier eine Lungenheilanstalt untergebracht. Das sollte nun geändert werden. Landrat Christoph Scheurer und Waldenburgs Bürgermeister Bernd Pohlers haben diesen Umbau eindrucksvoll eingeläutet. Was man bei diesen Aufnahmen jetzt nicht gesehen hat, das wurde dann auch erst hinterher klar, jetzt können wir es ja sagen, die beiden haben bei ihren Arbeiten auch noch ein Eckventil herausgerissen aus der Wand und dann lief da das Wasser. Und die Bauarbeiter, die haben geschwitzt, dass da ja nichts passiert mit dem historischen Parkett. Also anpacken kann er unser Landrat. Da habe ich keinen Zweifel dran. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das Ende des Junis war für uns beide dann auch der Beginn einer gewissen Bildschirmabstinenz. Mhm. Denn am 30.06. ging oben in Reinsdorf, also wir sagen ja immer, wir fahren nur noch nach der Stadt, oder das sagt unser Gesellschafter Gerhard Neff immer genau. So schön an der Stelle. Den wir auch nochmal lobend erwähnen. Das machen wir im nächsten Teil, würde ich sagen. Da ging das Licht aus am 30.06. in Reinsdorf und der Umzug in die Stadt wurde vollzogen. Wie das alles war und was wir alles stemmen mussten, gemeinsam mit den Gesellschaftern, gemeinsam mit der Geschäftsführung, gemeinsam mit unseren Dienstleistern, das erzählen wir Ihnen im nächsten Teil unseres Jahresrückblicks. Ja, und damit sind wir auch schon durch den zweiten Teil. Zwei weitere haben wir noch für Sie vorbereitet. Das nächste Mal geht es um Juli, August und September. Ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, ja, wenn Sie einschalten. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Vision Zwickau.